Willkommen zurück, meine Lieben, in Anor Londo, die schönste Stadt, die ich jemals gesehen habe in einem Spiel, soweit ich weiß. Also, das Ding ist schon echt gewaltig und ich bin sehr, sehr traurig, Freunde, dass ich diesen Ultra-HD-Patch nicht drin habe. Aber, naja, ihr seht ja, es ruckelt ja schon so wie behindert, weil Dark Souls halt Dark Souls ist. Weißt du, nimmst du mit 50, 60 Frames auf, aber trotzdem, irgendeiner beschwert sich ja immer. Das sind unsere neuen Freunde, die uns sehr mögen. Ja, wenn man mal so Hallo sagt, so Hallo. 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 Ah, der feine Herr hat uns auch mal bemerkt. Das ist eine super Leibwache. Muss man ja echt mal sagen. Okay, zugegeben. Gegen den muss man jetzt eigentlich. Alter, was habe ich denn gemacht? Wieso wurde ich getroffen? Hieß. Ja, gegen den muss man jetzt eigentlich nicht kämpfen, aber. Er bietet sich gerade so toll an, ihn euch mal zu zeigen. Man geht einfach im Kreis um ihn herum. Manchmal funktioniert's. In dem Falle natürlich nicht. So. Dann bretterst du den zwei rein und dann hat sich die Geschichte. Batsch. Na komm. Uah. Also, weißt du, willst du mal so ganz cool sein? Doch, ja, da. Nein. Und jetzt halt die Schnauze, verdammt. Ist ja schlimm mit dir, für Mensch, Mensch, Mensch. Die lassen auch tolle Sachen fallen übrigens. Und hier sind natürlich noch zwei, weil einer wäre ja zu viel. Ne? Also, das wäre ja irgendwo vielleicht zu leicht. Und wir versuchen die jetzt mal anzulocken, weil da ist auch eine Kiste. Na, kann ich noch nicht anvisieren? Irgendwie noch nicht. Hallo. Der andere hat mich erst bemerkt, als ich direkt vor ihm stand, schon auf seinen Fuß getreten bin. Weil der musste schon ziemlich nah rangehen. Die wollten da wohl ein bisschen höflich sein, weißt du, dass du da keine Probleme mit den Dingern hast. Komm ruhig her, mein Freund. Ja, und fertig aus. So einfach kannst du es denen besorgen. Gar kein Thema. Also einfach nur nach rechts laufen. Im besten Fall auch ruhig mal auch das Schild oben halten. Oh, das Ding ist gefährlich. Ja. Deswegen Schild oben halten. Und dann ist die Sache kein Problem. Meistens. Wir betonen dabei meistens. Aber so, wenn er die Attacke macht, dann ist es am allergeilsten. Dann können die einem eigentlich gar nichts. Und das macht dann am meisten Spaß. Juhu! Huch, eigentlich wollte ich gerade rennen, aber okay. Wir riskieren jetzt gerade mal was. Risiko, Baby! Risiko! Miau! So, hat sich doch gelohnt. Wir haben ihn einmal getroffen, aber wir haben eine gebrochene Wirbelsäule. Ist doch ein guter Deal. Oder was meint ihr? Ich find's super. Kannst mal aufhören, Kollege? Ich will doch eigentlich nur mal dir von hinten eine reinrammen. So, badätsch und badätsch. Ich hasse es, wenn die wegspringen. Die sind so wendig wie eine Katze, das ist der Wahnsinn. Und jetzt ist er tot. Wie eine überfahrene Katze. Juhu! So, da war jetzt nicht dabei. Das ist eine richtige Truhe, das sieht man an der Kette. Ja, damit. Dämonentitanit. Sehr geil. Wie gesagt, bräuchte man, um die selbstgeschmiedete spezielle Waffe aufzuwerten. Soweit wird es wohl noch nicht kommen. Aber ist ja okay. Ja, vielleicht machen wir das ja auch gar nicht. Vielleicht machen wir das in irgendwas anderem, in irgendeiner anderen Folge. Oder was weiß ich. Wir können auch eine Special-Folge machen, zusammen zurücklaufen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Muss ich mir noch überlegen. Jetzt sagt mal Hallo. Es ist übrigens kein Typ. Exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Estus Flakon verstärken würde ich gerne, aber wir haben halt leider keinen. Also gehen wir mal ans Leuchtfeuer und rasten. Ihr könnt mir die gleiche Scheiße wieder durchziehen wegen dem Aufsteigen. Wegen den Estus Flakons. Ne, wobei ich habe doch 10. Krieg ich die automatisch? Moment, das muss ich jetzt mal testen. So. Ja, Tatsache, hier hat man automatisch 10 Stück. Ja, okay. Wartet mal, wenn ich mir jetzt den Boss vorstelle, der jetzt hier, also nicht jetzt, aber der bald hier kommen wird, dann sind 10 Estus-Flakons ein Witz. Aber macht ja nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Boah, Alter, die Umgebung, die sieht so krass aus. So. Dann wollen wir mal ein bisschen Luki-Luki machen, ne? Gucken, was da unten so Schönes auf uns wartet. Ja. Wenn ich jetzt ganz cool wäre, würde ich jetzt hier so einen Kreis rennen, weißt du? Und dann würde ich hier so den hier machen. Ah, Mist, ich habe die falsche Seite erwischt. Na, da merkt man halt, ich bin kein Speedrunner. Die werden jetzt genau hier rausgesprungen. Und ach, wer wartet denn da auf uns? Unser zweiter Endgegner. Naja, du mich auch. Deine Kollegen sind gestorben. Das wird bei dir wohl nicht anders laufen. Bitch. Komisch, deinen ersten Kollegen habe ich mehr Schaden gemacht. Hilfe. Kannst du mal runterkommen und auch mal unten bleiben? Wie wär's denn damit zur Abwechslung? Jetzt weiß ich, warum deine Freunde so schnell gestorben sind, weil das Versager waren.
Ja. Ich habe übrigens echt lange gebraucht, um herauszufinden, wie ich hier weiterkomme. Habe ich nie gewusst, aber jetzt weiß ich es ja zum Glück. Na komm. Ja, das kannst du auch noch. Das ist ja ganz fein. Ja, fein machst du das. Oh, verdammt. Aua. Okay, wir haben einen ganz fiesen vor uns. Nein, ich heile mich jetzt nicht. Aus Prinzip schon nicht. So. Jetzt komm runter, jetzt kriegst du mal die Breitseite ab. Alter, ist der ausgewichen schon wieder? Was bist denn du für ein Übermensch? Okay, bist ja kein Mensch, aber was bist denn du? Autsch. Autsch, 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 autsch. Geh weg, geh weg. Ja, okay, ich glaube, ich heile mich doch mal. Pussy Mode, juhu. Yeah. Zum Glück haben wir genug Ausdauer. Das ist halt das Schöne daran. Hat er irgendwas fallen gelassen? Nein. Oh, ich bin auch so blöd. Man beachte unsere 51.000 Seelen. Also wenn man da stirbt, das will man nicht erlebt haben. So, wartet mal. Ich glaube, hier war das gewesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Muss ich nochmal gerade Loki-Loki machen? Könnte das... Ja, das könnte hier gewesen sein. Okay, alles klar. Oh, ich habe gerade überlegt, ob es eine richtige Kiste ist. Aber ja, ist eine. Nochmal ein Dämonen-Titanit. Also man merkt schon, die wollen schon speziell darauf aus, dass du eine Waffe bastelst. Aber, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wiederhole es immer wieder. Die können wir leider nicht basteln. Ich habe es eigentlich auch in der Planung gehabt. Naja, gut. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Wir machen es jetzt mal ganz diskret. Ihr schreibt das einfach in die Kommentare, ob ihr das wollt, dass ich dann zusammen mit euch diese Waffe aufwerte. Oder ob ich es offscreen machen soll. Fertig, raus. Irgendwie kriegen wir da schon was gebacken, finde ich. So schwer kann es schon nicht sein. Und ja, ich muss leider nochmal zurück. Denn ich will 51.000 Seelen ausgeben. Ja, es ist so schön, sich im Kreis zu drehen. Bevor ich so einen Schwindel kriege. So, hier muss ich raus. Okay. Zum Glück ist das Leuchtfeuer ja nicht weit entfernt. Sonst wäre es ja richtig dramatisch für uns. Boah, letztlich kann man sich mal die Scheiße hier angucken. Hammer. Gut, eins ist noch klar. Das Schnelle an der ganzen Sache ist, oder das Tolle, diese Seelenfarm ist halt jetzt nicht richtig leicht, weil die Gegner übelst viele Seelen geben. Das einzig Negative ist wirklich, dass man jetzt halt ins Dings muss. Nochmal zurück. Denn man beachtet, dass man da wieder durch diesen Schlangentempel muss. Und das ist total scheiße. Aber nun gut, was willst du machen, ne? Das nennt man halt Risikospiel. Hui. Und ja, ein Zuschauer hat angemerkt, dass wir barfuß sind. Warum, das weiß ich auch nicht. Das liegt halt hier an dieser Kutte. Das sind halt so Sumpfmenschen, was weiß ich. Und ja, die laufen halt barfuß am liebsten. Durch so einen warmen, subtropischen Sumpf. So, komm, Freunde, probieren wir es nochmal. Das müsste diese Richtung hier sein. So, wann muss ich im Kreis laufen? Ja. Hat ja super funktioniert. Also Respekt dafür. Wenn jemand fragt, das war natürlich ein direkter Speedrun bei mir. Ist schon übel gewesen. So, und der versteckte Weg, sehr schwer zu finden übrigens, ist hier hoch. Ha, So, schön rennen. Da gibt es übrigens auch was da. Hier, ach was, weißt du. Gibt's auch übrigens Speedrunner, die sich hier voll geben und dann so voll den hier machen. Aber naja, es gibt Leute, die können das besser. Hier gibt's auch so ekelhafte Gegner. Und zwar die in dieser weißen Kutte. Da vorne sind sie. Hallo. Ach ja. Das ist ja nett, dass du mich besuchen kommst. Das ist jetzt eigentlich noch die harmlosesten Sachen. Also, so schlimm sind sie jetzt natürlich nicht. Die haben noch viel schlimmere Sachen drauf, aber... Das betrifft einen nur, wenn man da oben ist. Wo wir jetzt übrigens hin müssen. Hier ist zu. Gut, hoch da. Aber okay, da habe ich mich eigentlich noch nie dumm angestellt. Aber wer weiß, wie das jetzt wird. Bin schon mal fett obwohl, noch nie ist jetzt völlig gelogen. Ich glaube, ich bin da... Ja doch, ich bin da schon mal runtergeflogen, klar. So. Ja, Abgrund? Ja, könnte sein. Könnte sein, dass das ein Abgrund ist. So, einige bleiben jetzt immer ganz hinten stehen auf einer sicheren Ebene und tun halt mit Pfeil und Bogen die anlocken. Das ist voll nicht meins, ehrlich gesagt. Boah, du Sau, Alter, das habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Man muss nur geduldig bleiben. Der hat nicht unendlich Munition. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Boah, bist du mal fertig jetzt? Alter. Komm ich dir halt entgegen? Penner! Penner! Jetzt fall runter. Boah. Alles gut, alles gut. So, jetzt müssen wir auch nochmal aufpassen.
Das kann man kaputt machen hier. Ja, ne, könnte man, wenn man einigermaßen zielen kann. So, das war gezielt. Sehr schön. Jetzt muss man mal ganz vorsichtig hier langlaufen. Das war natürlich nicht der einzige. Also, Freunde, da müsst ihr euch echt mal ein paar Speedruns angucken, wie die da hier durchrasen. Das ist kein Vergnügen mehr. Kommt er direkt? Ja, 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 ja. Das Glück hatte ich eigentlich meistens. Ich bin es schon gar nicht gewohnt, dass sie da mit diesem Ding auf einen schießen, mit den Wurfmessern. Mir kamen sie im besten Falle immer auf mich zugelaufen. Dementsprechend war das jetzt nicht so kritisch. Was ist mit dem? Ja, natürlich musst du wieder das Arsch noch hier in der Runde sein. Na klar. So, Achtung. Alter, schön vorsichtig sein. Aha, Hilfe. Das Problem ist, ich kann ihn auch nicht anvisieren, sonst falle ich erst recht runter. Ah, jetzt will er mich runterschmeißen. Passt mal auf. Penner, verreckt. So, das haben wir noch gut überstanden. Sehr geil. Und runter da. Hui. Gut, ich glaube, da kommt hoch. Da konnte man auch noch was machen. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen, aber okay. Aua, das habe ich vergessen. Da könnt ihr mal sehen, was so ein Wurfmesser anrichtet bei denen. Also, ist nicht wenig Schaden, muss man echt mal sagen. Was gibt's hier unten? Ach, hier konnte man doch, glaube ich, so irgendeine Truhe. Kann das sein? Wenn ja, ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, Moment. Da musste man hier hoch. Und dann konnte man von da darüber springen. Nee, die Truhe... Doch. Doch, 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 doch. Das war, glaube ich, so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das wirklich ausprobieren will, aber na gut. Hier muss ich reinspringen. Eigentlich nicht so schwer. Alter, ich dachte schon, das geht schief, ne? Und ja, wir nehmen uns mal ein bisschen Leben. Weil wenn da wieder so einer mit seinen scheiß Wurfmessern auf uns schießt, sehen wir altbacken aus. Hallo. Aber wie ihr seht, so problematisch sind sie meistens zum Glück nicht. So, und dann gehen wir nochmal zur Truhe hin. Der Rückweg ist zum Glück total simpel. Was haben wir da drin? Göttlicher Segen. Oh, ein wunderschönes Item. Und runter da. Muss ich wieder hier den Sprung schaffen? Kein Problem. Okay. Zum Glück war das kein Problem. Hätte auch anders laufen können. Also es sah schon sehr danach aus. Und jetzt gehen wir mal durch die Nebelwand. Hallo. Mal gucken, was dahinter lauert. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Ach ja, 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 ja. Da gibt es jetzt auch noch einen Boss. Der ist eine ziemlich verdammte üble Sau. Und ich glaube, den werden wir auch nicht machen jetzt gerade. Also jetzt in dem Moment, später bestimmt irgendwann mal. Aha. Du kommst nicht hier rüber, du Luder. Das ist dein Problem, okay. Ich glaube, hier unten lag noch was. Ich bin mir aber da auch nicht mehr ganz sicher. Na? Fehlinformation. Verdammt. Da liegt was, wenn ich wahrscheinlich ganz runtergehe. So war das. Und ich glaube, Moment, vor dem Boss müsste sogar noch ein Lagerfeuer sein. Also können wir das eigentlich mal ausprobieren. So. Wobei, nee, der greift mich ja noch gar nicht an. Dazu muss ich erst was anderes auslösen. Also hat sich das schon erledigt. Soweit ich weiß. Aber bin mir auch nicht 100% sicher. Wer weiß das alles schon? So, sehr geil. Man bemerke, was wir freigeschaltet haben. Von da kommen wir. Und dahin gehen wir. Und natürlich kriegen wir auch gleich direkt Besuch. Hier, hör auf mich anzugreifen, Kollege. Au, 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 au. Du kleines, kleines Luder, du. Gut, wir machen es jetzt auf die sichere Methode. Indem wir jetzt einfach immer nur einen Schlag setzen, blocken. Einen Schlag setzen. Oh, verdammt. Da hast du schon so eine große Waffe mit so einer Reichweite und verfehlst trotzdem, weißt du. Mal ein bisschen vorsichtig sein. Okay, Ausdauer ist wieder voll. Und gib ihm. Verprügel ihn. Zack. Einer geht noch. Ja. Oh, der lebt immer noch. Du Sau, Alter. Jetzt. Jetzt bist du Geschichte. Gargoyle-Schild und Gargoyle-Hellerbade. Wow. Beides gleichzeitig. Ist mir so auch noch nicht untergekommen, aber es scheint wohl möglich zu sein. Boah, was stehen denn hier alles für Nachrichten? Ich halte es nicht aus. Warum denn? Bin ich so schlecht oder was?
Versuchst du mit Fluchten? Nö, warum? Achtung, Geist der Finsternis. Aha. Was steht hier? Viel Erfolg. Aha, ja, ich weiß schon, was die meinen. Das betrifft uns jetzt zum Glück noch nicht. Vorstoß. Und was haben wir hier? Brauchst Distanzkampf? Nein, brauch ich nicht. Habe ich beide angelockt? Natürlich habe ich beide angelockt, weißt du? Einer wäre ja doch zu wenig gewesen. Ach, da haben wir auch gerade einer, der gerade mit uns läuft. Au. Ich hänge sein Bein fest, verdammt. Seine Eier haben mich festgehalten, das geht gar nicht. Ja, geht schön zurück, ihr Schweine. Habt ihr Angst? Ja, ihr habt Angst. Komm her! Mist, ich dachte, einen Treffer könnte ich noch landen. Alter. Bleibt mal respektvoll, verdammt. Ach, immer springen die weg. Au! Och, Mann! Komm, den treffen wir noch. Ja! Den treffen wir auch nochmal. Na gut, relativ. Wir haben ihn getroffen. Es hat ihm noch keinen Schaden gemacht, aber wir haben ihn getroffen. Drauf kommt es ja an. Jetzt können wir den ja wenigstens mal hochlocken hier. So, ruckel, natürlich. Frames-Begrenzung. Was weiß ich, was da hier wieder los ist. Und komm. Mist, fast hätten wir ihn gehabt. Oh, was ist denn hier passiert? Juhu! Okay, sehr geil. Das hat auch gut geklappt. Den kann man jetzt, glaube ich, hinter der Tür schon töten. Die Tür geht leider noch nicht auf, erst von hinten. Ne, der war da gewesen, jetzt ist er weg. Okay. Einverstanden. Muss ja auch mal sein. Ach, jetzt kommen Gegner, die... Oder jetzt sage ich mal so, jetzt kommt eine Stelle, die ist nicht die schönste Stelle auf jeden Fall in dem Spiel. Muss gut aufpassen, denn der kommt da jetzt gleich. Und nicht nur der. Sondern der kann einen schon früher sehen. Jetzt kommt er, ne? Ja, jetzt kommt er. Okay. Die haben so einen abgefuckten Blitzschwer, der schon sehr, wie soll ich es diskret sagen, abgefuckt ist. Aber wir haben ein sehr gutes Schild, mit dem man den ihre Attacken locker blocken kann, so. Und dann sind die auch kein Problem. Wenn man denn das passende Schild hat, ne? Das ist auch wieder so eine Sache für sich. Na, kommst du jetzt? Komm. Ja, genau. Mach mal ein bisschen Stress. Muck mal ein bisschen auf. Da kriegst du erstmal die Breitseite und ich verfehle natürlich. Na klar. Warum auch immer das Spiel sich gerade so dumm und dämlich ruckelt. Oder vielleicht empfinde ich das so. Keine Ahnung. So, und du kriegst erstmal die richtige Breitseite. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir den Tod. Ja. Sie haben Flügel, können aber nicht fliegen. Das ist halt eine interessante Theorie, die ich aufgestellt habe. Ich denke mir einfach nur, die sind zu blöd. Okay, jetzt gehen wir noch hier runter und dann machen wir in der nächsten Folge dann wahrscheinlich die übelst eklige Stelle. Die ist auch schon eklig, muss man sagen, aber die kann man noch meistern, denn hier sind zwei von den Arschlöchern. Uah, Alter. Ja, so sollte es im besten Falle nicht aussehen. Uah. Komm, zurück. Ah, sehr geil abgelaufen gerade. Sehr viel Glück gehabt. Nein, komm zurück. Warum ich in der Säule versteckt bleibe, zeige ich euch gleich. Ja, komm, hey jetzt. So, kann ich euch das zeigen? Einmal durchrennen. Nee, gerade kann ich es euch nicht zeigen. Okay. Doch, jetzt kann ich es euch zeigen. Da oben sind nämlich zwei üble Bogenschützen. Und da müssen wir hoch. Aber Freunde, das klären wir in der nächsten Folge. Tschüss.